Der Gipfel in meinem Menü ist eine Potthucke. Ein großartiger Blumenkohlauflauf. Dazu ein schneller Kopfsalat. Kommen wir jetzt zum absoluten Klassiker im Sauerland. Aber seien Sie mir nicht böse, ich habe dem Gericht die fleischliche Substanz entzogen. Ich will einfach mal damit zeigen, dass man daraus auch ein tolles vegetarisches Gericht machen kann, was wirklich dem Original nichts nachsteht. Und hier kommen die Zutaten. Das sind unter anderem Blumenkohl, rote Zwiebeln, rot der Farbe wegen, Butter, Kopfsalat, Kräuteressig, aus Zuckerrüben gewonnenes Rübenkraut, das kennen Sie bestimmt als dunklen, sirupartigen Brotaufstrich. Dann noch saure Sahne und Dill. Ich persönlich liebe ja Aufläufe ohne Ende, weil ich finde immer das Schöne dann, wenn er einmal im Ofen ist, dann kann man Fernsehen gucken gehen oder irgendwas machen. Man hat dann wirklich keinen Stress mehr. Dazu liebe ich halt Blumenkohl. Also wenn ich zu Hause Privataufläufe mache, dann sind das zu 80% immer Aufläufe, wo Blumenkohl mit im Spiel ist. Für die farbliche Komponente noch ein bisschen rote Zwiebeln mit reinmachen. So, so ein Gericht, das muss ja auch immer so ein bisschen Resteverwertung sein. Auch wenn man zum Beispiel einen Lauch hat oder Zwiebellauch, kann man auch wunderbar anstatt Zwiebeln nehmen. Man kann das Ganze natürlich auch mit Brokkoli machen, also was immer weg muss. So, jetzt geben wir ein bisschen Pflanzenöl in die Pfanne und das wird jetzt erstmal hier schön angebraten. So gebratener Kohl riecht einfach immer lecker, egal ob ein Spitzkohl, ein Blumenkohl, ein Brokkoli. Also ich bin da immer ein Riesenfan von wirklich Kohlsorten zu braten. Und hier habe ich zwei festkochende Kartoffeln schon mal vorgekocht, so ganz normal als Salzkartoffeln. Und die werden jetzt hier in die große Schüssel reingepresst. Weil der Klassiker ist halt hier jetzt, dass es wirklich mit gekochter und roher Kartoffel gemacht wird. Also ähnlich wie bei den Klößen dann. So, Kartoffel rein. Das bringt auch hinterher schön die Bindung und die rohen Kartoffeln, die bringen natürlich immer noch mal einen tollen Kartoffelgeschmack mit rein. Ähnlich wie beim Reibekuchen. Die werden jetzt einfach fein gerieben. Und das muss natürlich jetzt schnell gehen, damit die roh geriebenen nicht braun oder grau werden. So, das reicht mir schon. Hier natürlich jetzt wichtig, dass man das schon mal ein bisschen würzt. Dafür nehme ich mir einfach mal jetzt weißen Pfeffer und ein bisschen Salz. Jetzt einfach den Blumenkohl in die Kartoffeln geben. Und das finde ich immer schön bei so Klassikern einfach, dass man nicht alles separieren muss, sondern es kommt hinterher wirklich in einen Topf oder eine Schüssel. Jetzt sind wir wirklich schon fast fertig. Da haben wir jetzt heute mal saure Sahne. Und die wird abgebunden nur durch ein bisschen Eigelb. Das heißt, ich muss zwei Eier trennen. So, das wird dann verrührt und das Eigelb stockt ja hinterher bei der Hitze und macht den ganzen Auflauf im Prinzip ein bisschen fester. Auch noch mal ein bisschen würzen. Ja, das Schöne ist, ich gebe jetzt einfach meinen Sauerrahm mit dem Ei hier rein. Das riecht einfach immer lecker, so saure Sahne oder Sauerrahm. Schön mit Kartoffeln. Das ist so eine Küche, finde ich auch, die kann man jeden Tag essen. Das wird man nie leid. So, jetzt wird die Form ein bisschen gefettet, also gebuttert einfach. Dafür nehme ich mir so ein bisschen Küchenkrepp. Wer möchte, kann zum Beispiel auch dann noch eine halbe Knoblauchzehe nehmen und das ein bisschen ausreiben. Ist auch ganz lecker. So, jetzt rein. Und das ist jetzt auch nicht typisch sauerländisch, aber ich mag das halt immer ganz gerne. So ein Auflauf ohne Käse ist für mich nur halb so gut. Also mache ich noch ein bisschen Käse oben drüber. Da kann man eigentlich jeden Käse nehmen, also ob Gouda, Parmesankäse. Fertig jetzt nur noch ab in den Ofen. Der Ofen hat jetzt 200 Grad, Umluft mit Grillfunktion. Und dann wird das gleich so richtig schön braun werden. Zu so einem schönen deftigen Auflauf ist natürlich immer ein Salat wichtig oder auch lecker. Ich habe jetzt hier noch mal saure Sahne im Spiel. Und zwar mixe ich daraus jetzt ein Dressing an. Gebe mal so zwei Esslöffel hier rein. Dazu kommt dann ein bisschen Holunderblütensirup.
Für die Süße kann man auch außerhalb des Hugos ganz gut mal verwenden, auch zum Kochen. Dann ein bisschen Olivenöl. So. Und zum Kopfsalat ist immer so ein Kräuteressig. Ja, einfach der absolute Klassiker. So, ein bisschen Salz und Pfeffer noch. Und so schnell kann man dann so ein Dressing fertig machen. So, jetzt muss ich nur noch ein bisschen Kopfsalat putzen. Da suche ich mir mal jetzt schöne Blätter raus. Und die werden jetzt einfach noch mal so ein bisschen gezupft, dass wir hinterher halt nicht mit so riesigen Salatblättern auf dem Teller zu kämpfen haben. Es riecht schon lecker hier in der Küche. Also da muss was Feines im Ofen sein. So, schauen wir uns das doch mal an. Ja, genau, so muss er aussehen. Schön mit dem Käse. Oh, lecker. Als erstes den Salat jetzt mal anrichten. Da nehme ich den gezupften Blätter, gebe die mal hier so ein bisschen drauf. Dann ein bisschen Dressing drauf. Und daneben setzen wir jetzt schön den Auflauf. Und damit der Sauerländer sich jetzt nicht total entfremdet fühlt, mache ich noch ein bisschen Rübenkraut dran. So, ein bisschen. Und Dill mache ich noch drauf. Ja, es ging wirklich rasend schnell. Fertig ist meine Sauerländer-Potthose.